Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Du hast keinen Bock mehr auf verknotete und verknickte Schläuche? Dann zeige ich dir eine Lösung, und zwar in einer neuen Folge von Yoga klärt's. Yoga klärt's! Ja, und da ich die Faxen dick habe, mit solchen Schläuchen habe ich mir jetzt mal die Roll ab 35 Meter aus dem Hause Gardenia bestellt. Das werden wir jetzt mal auspacken. Und kommt hier etwas Zubehör zum Vorschein, Bedienungsanleitung. Und packen wir das gute Stück aus. Und das mal aus. Und ist das gute Stück auch schon mit ordentlicher Halterung, Wandhalterung, sehr schön gearbeitet. Und was das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, ich habe hier 35 Meter wunderbaren Schlauch drauf, also ich habe mich extra für 35 Meter entschieden. Da komme ich durch meinen ganzen Garten vorne wie hinten rum und brauche nie zwei von diesen Teilen anbauen. Und das Gute daran ist, also wenn man einmal den Schlauch rauszieht, hakt es ein, bleibt draußen, und wenn man kurz dran zieht, kommt die ganze Geschichte wieder rein. Das Ganze ist UV-fest und frostfest, so steht es zumindest hier drauf und verspricht sehr gute Qualität aus dem Hause Gardena. Da die Halterung hier schon vorgefertigt ist, also angebracht ist, ist es auch eine sehr leichte Geschichte hier, die ganze Geschichte an die Wand zu bringen. Ist natürlich an die Wand anzubohren, wenn möglich, aber bei mir soll es anders gemacht werden. Ich möchte das auf eine Holzständerbauweise montieren, da ich das sehr multifunktionell gestalten möchte. Und vor allem in der Nähe des Wasserhahns. Und bei mir ist der Wasserhahn nicht unbedingt gleich in der Nähe von der Hauswand. Was das Schöne an dieser Geschichte ist, kann man hier um 180 Grad drehen. Also wenn sie dran ist, kann man sie schön rum und um schwenken. Kann man dann überall in jede Richtung hin schwenken und ist wunderbar eingepackt und auch vor Witterungseinflüssen hier geschützt. Und von daher bauen wir das Teil jetzt mal. Ja, im Zubehörset ist natürlich noch hier so eine Gartenspritze mit enthalten. Die kann man auf- und zudrehen, werden wir dann mal mit testen. Und noch diverse Adapter für Wasserhähne. Also ich denke mal 1 Zoll, 3/4 Zoll und 1/2 Zoll, so wie es ausschaut hier. Und natürlich haben wir hier noch ein paar Befestigungsschrauben mit Dübel dabei. Also alles, was man hier zur Befestigung benötigt. So, bevor wir mit der Montage beginnen, machen wir hier unten an unserer Halterung, tun wir mal die Schraube lösen. Das ist die Sicherungsschraube. So, die können wir jetzt entfernen und damit können wir jetzt unsere Halterung hier entnehmen. So, ich habe als erstes hier einen Haaranker einbetoniert und da werden wir jetzt einen Holztopf machen. Da habe ich schon mal hier einen Holzbalken vorbereitet, habe schon mal vorgebohrt und kann die jetzt hier befestigen. So, als nächstes habe ich mir jetzt so eine Siebdruckplatte hier vorbereitet. Die habe ich schon mal schön zugeschnitten und schön die Ecken abgerundet und schon mal jetzt vorgezeichnet, wie wir die jetzt anbauen werden. Die werden wir jetzt mal hier anbringen mittig. Also ins Wasser bringen. Ganze Geschichte hier. Zack, haben wir unsere Platte schon mal gerade dran. Und die versenkt so von alleine. So, als nächstes können wir jetzt unsere Halterung hier dran legen schon mal. Wasserwaage drauf und wenn wir ein bisschen vermitteln. Die ganze Geschichte. Und jetzt halte ich das mal fest. Dann wird man so, zeichne das an hier. Und hier unten. Und haben wir jetzt unsere drei Punkte, wo wir das befestigen können. Und ich kann jetzt anschließend meine Schlussschrauben hier nehmen. Nehme ich hier rein, stecke die rein. Hier auch. Zack. Und gebe jetzt noch einen Hammer, einen kleinen Hieb drauf. Zack.
Stütze und kann jetzt anschließend jetzt hier hinten mit selbstsicherenden Muttern verschrauben. Zack. So, nachdem wir das befestigt haben, können wir zur Schlafbox jetzt einsetzen. Zack. So. Zack, ihr seht, so bleibt sie hängen. So, kann man sie umschwenken. Sehr schön. So gefällt mir das sehr gut. Und als nächstes kann man jetzt hier unsere Sicherungsschraube wieder einsetzen. Und die müssen wir wieder reinmachen. Das ist wirklich kein Diebstahlschutz, aber das ist einfach nur, damit die hier nicht herausspringt. So. Festziehen. Und damit ist es unsere Schlauchbox fast einsatzbereit. Wir drehen sie mal rum. Also wir können sie schön schwenken. Sehr links, rechts und hält, ne, sehr gut durch die Befestigung. Bombenfest durch den Haaranker. Also ist eine sehr schöne Geschichte, hatte ich mir so einfach ausgedacht. Und anschließend kann ich jetzt ja meinen Wasserhahn, den Adapter anbringen. Bei mir ist das ja 3/4 Zoll. Jetzt kann man schön aufschrauben. Hier drüben habe ich noch meinen alten Wasserschlauch dran. Den benötige ich ja dann nicht mehr, da ich ja diese Schlauchbox habe. Und kann jetzt hier diese Schlauchbox einfach anschließen. Klack. Und somit hängt sie. Ja, und so schaut es aus. So hängt sie. Wunderbar. Jetzt werden wir mal einen Test machen. Fahre ich einfach mal aus hier. Nochmal kurz anziehen, bleibt sie stehen. Also innerhalb von ein paar Zentimeter oder macht immer einen großen Effekt macht. Einmal nach vorne, bleibt stehen, ziehen und dann rollt sie von alleine ein. Und wird hier auch durch diese Kugel hier gesichert, also dass hier nicht weiter hereinziehen kann. Also immer in Abständen kann man das ausrollen und wie man es braucht, dann dementsprechend kann man das auch liegen lassen. Ja, und jetzt werden wir einfach mal Wasser hier aufs System geben. Probieren wir mal. So, lassen wir mal erstmal volllaufen. Gucken wir, ob alles dicht ist. Das wäre der Hit. Ja, und dicht scheint es zu sein. Also es ist ja vorinstalliert, also von daher sollte hier jetzt kein Wasser rauslaufen. Also bei der Marke auf jeden Fall nicht. So, jetzt probieren wir einfach mal, ob hier was Luft kommt. Wasser kommt raus. Hervorragend. Hier seht ihr selber. Haben wir euch den verstellen? Ja, das ist, ne? Und zudrehen kann man das Ganze auch. Also, sehr schöne Geschichte. Und wenn ich es nicht mehr brauche, roll ich es einfach ein und es ist wirklich schön aufgerollt, der Schlauch hier. Und denke mal, passt so ins Bild. Ist jetzt nicht so. Also ist jetzt nicht unschön, passt sehr gut ins Bild hier rein und kann man schön zur Seite wegschwenken, wie man das mag. Ja, also wir sehen, Schlauchbox installiert, funktioniert sehr gut. 35 Meter auf der Rolle komme ich ums ganze Haus drumherum, fast also von jeder Seite. Also bei mir steht das direkt an der Seite, komme ich auf die eine Seite, komme ich auf die andere Seite und mit 35 Metern bin ich auf der sicheren Seite. Wer Interesse an so einer Schlauchbox hat, Link unten in der Videobeschreibung habe ich das Ganze nochmal verlinkt und ich denke, mit dieser Marke machen wir hier nichts verkehrt und besser einmal mehr Geld ausgegeben zu haben, als wenn man hier zwei von diesen Teilen kauft und eine wegwirft. Also das ist dann immer, wer günstig kauft, kauft zweimal und von daher, also ich bin mit den Produkten aus dem Hause Gardena sehr zufrieden.